Herzlich willkommen, ich bin der Thomas. Schön, dass ihr da seid. Heute sind wir im Schwarzwald im Grün. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine kurze Reise rund um diesen Bus und was der Bus mit mir gemacht hat. Ein Highlight dieses Busses ist, ich koche seither nur noch draußen. Nur noch draußen. Ich habe mir eine Küche gebaut, zeige ich euch gerade mal. Da butten wir jetzt gleich noch ein paar. Zack, zack. So. Weil draußen campen ja nicht angesagt ist, ist es ein Heck. Ein Heck, wo wir draußen kochen kann, wie jeder Trucker auch. Ohne dass es Camping ist. So, wird unterbaut und fertig. Ja, und dann gibt es noch eine Möglichkeit hier. So, dann wird es fertig gemacht. Stromsicher. Und jetzt können wir loslegen. Und das ist tatsächlich, hat so ein bisschen mein Leben verändert, weil ich lebe, koche, esse draußen jetzt im Grünen. Und das ist schwierig. Das ist für mich jetzt ein Standard geworden und meine Interpretation für gut und für geil. Jetzt kommt mal kurz mit, jetzt gehen wir rein in den Bus und dann zeige ich euch, wie es da ausschaut. So, kommt rein. Hier ist auch noch ein Herd, da kann man auch noch kochen. Jetzt auch noch, ja, Standard, drei Kochfelder. Und ansonsten ist, ja, wo ich ganz stolz drauf bin, das Ganze funktioniert wie zu Hause und das Ganze schließt sich ab. Das heißt, das geht elektromagnetisch, schließen sich die Türen außen zu. Der hat hier einen Kühlschrank, der läuft auf 12 Volt. Der hat, genau, das ist auch ganz wichtig. Da gibt es schönes Backhausbrot aus dem Backhaus. Das heißt, ich habe immer mein frisches Brot. Ich nehme das Ding raus. Das ist vorgeschnitten. Das wird kurz auseinander gesprengt und kommt auf zum Toaster. Und dann habe ich immer frisches Brot. Bei so einem großen Wagen muss man natürlich gucken, dass die Prozesse einfach werden. So, und da gibt es dann Zwiebelkuchen aus dem Backhaus, ein Fondue, ein Backhausbrot und Eis aus der Eisdiele. Und meine Lieblingseisdiele, die füllt mir inzwischen mein Eis ab, sodass ich mein geiles Eis unterwegs habe. So viel zur Autarkheit. So, und das ist hier wie zu Hause. Du hast in der Form alles dabei, was du brauchst. Und das ist so ein bisschen. So versuche ich hier in dem Bus alles zu haben, was ich zu Hause auch gerne habe. Auf einer kleineren, halb minimalistischen Art und Weise. Ich bin IT-Berater und im Bereich entfernter Kollaborationsmethoden, also alles, was man für Remote Work braucht. Und das mache ich seit Jahren. Und irgendwann habe ich mir einen VW-Bus gekauft, um mein Leben etwas mobiler zu gestalten. Und damit mache ich inzwischen Geschäftsreisen und damit hat sich irgendwie der Weg, meine Arbeitsmethode, wie ich arbeite, komplett verändert. Und dieser Bus ist die Eskalation davon. Ja, und im Endeffekt die Eskalation, das Leben so aufzustellen, dass ich dort arbeiten kann, wo ich sein möchte und dort gut wohne, wo ich sein muss. Jetzt zeige ich euch mal das Bad. So. Das ist auch einer der Top-Features hier in dem Bus. Das Ding legt man im Endeffekt hier, funktioniert wie so ein Kaffeefiltersystem. Man legt es entsprechend hier ein, macht sein Geschäft rein, flüssig fest Papier und drückt auf Play und dann wird alles verbrannt. Die Entsorgung funktioniert so. Du hast hier einen Verbrennungsraum. So, und das ist die Toilette. So, das waren die letzten zwei Wochen. Damit hast du keinen Fäkaltank mehr. Ich habe nur noch ein Grauwasser. Ich habe gerade mal mein Duschwasser und mein Spülwasser als zu entsorgen. Das war's. Den Bus habe ich fertig gekauft. Das hat eine tolle Familie. Die Travel Family hat den ausgebaut. Und ich habe Respekt vor jedem, der so einen Bus von Scratch hoch aufbaut.
Ich habe ihn aber inzwischen den kompletten Unterboden neu gemacht und hier innen drin, ich glaube, 70% neu gestaltet. Und es ist im Endeffekt ähnlich, wie sie es vorher hatten, aber es ist alles neu, schöner und es mutiert tatsächlich so ein bisschen zu, ich merke, ich verwirkliche mich da drin und es ist ein Hobby geworden. Und das ist das, was ich den Leuten noch raten kann, also so ein Projekt sich nur ans Bein zu binden, wenn man wirklich bereit ist, dass das auch ein Hobby, das halt sowas als Hobby anzunehmen. Also der Bus, die Geschichte des Busses, das ist ein alter Bücherbus, deswegen ist der ungefähr 60 cm höher als ein normaler Stadtbus. Deswegen hat man ein riesen Raumgefühl, das ist 10,80 Meter lang, hat 14 Tonnen, 2,50 breit, 3,50 hoch, hat einen sehr schmalen Radstand. Somit komme ich überall hin mit dem Ding. Der hat ein Luftfahrwerk, also der hat tatsächlich von 83, hat aber tatsächlich Luftfahrwerk, elektrische Fensterheber und beheizte Spiegel. Und der wurde jetzt zum Wohnmobil ausgebaut. So, und die Eckdaten davon ist, das Ding hat Solar, 600 Watt Solar auf dem Dach, 200 zum Rausstellen, um auszurichten an, nach dem Sonnenstand. Das Ganze lädt einen Batteriepark. Im Moment habe ich 1000 Amperestunden, das ist aber ein Batterierahmen für 1500 Amperestunden Batterie. Die tauscht man dann mit dem Gabelstapler aus. Wasser habe ich 600 Liter an Bord und ich habe Abwasser 400 Liter. Ein Boiler, dazu habe ich eine Gasanlage. Die Gasanlage versorgt den Bus zum Kochen in der Küche hier, in der Heizdrumherheizung und in der Außenküche mit Gas. Und die Toilette, die Verbrennungstoilette auch. Und damit fahre ich an eine LPG-Tankstelle, mache den Schnorchel rein und fertig ist. Auf der Wasserseite gibt es einen Boiler. Der wird, kann über 12 Volt, über 230 Volt beheizt werden. Aber da ich, da der auch einen Wärmetauscher drin hat, kann ich, reicht es, wenn ich einmal am Tag fahre, kann ich am nächsten Morgen noch warm duschen mit mindestens zwei Personen. Verbraucht 22 bis 28 Liter. Also eher so 24 bin ich meistens unterwegs. Und dafür, dass das ein Home on Wheels ist, ist 24 Liter nicht schlecht. Genau, der hat noch eine Standheizung. Die macht, mit der kann ich auch mein Wasser aufbereiten. Die hat 23 kW, mein Haus hat 20 kW. Und die hat einen dedizierten 150 Liter Dieseltank. Also da ist einiges an Technologie drin. Dazu Smart Home, jegliche Cloud- und Internettechnologie, also eigentlich ein fahrender Boardroom. So, dass ich hier leben und arbeiten kann, so wie ich es mir vorstelle. Und das ist mein Anspruch. Und so kam dieser Bus zu mir. Also die Frage kommt sehr oft, wo komme ich mit dem Bus überall hin? Oder kommst du mal nirgendwo hin? Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also der Bus hat 10,80 Meter Länge. Und damit passt er in jede Parklücke, wo zwei Autos rausgefahren sind. Ich parke den in eine Parklücke rein, die 60 cm länger ist der Bus auf einmal. Grundsätzlich ist der sowas von wendig, sowas von flexibel. Ich fahre in die letzte Weindorf hinten rein und zur Not fahre ich wieder rückwärts raus. Also ich drehe den auf dem Teller, das geht. Der Ofen bollert richtig, ist auch, ich liebe es, der ist in zwei Minuten an. Ich habe immer eine zwei Schubkarren Holz an Bord und entweder draußen für die Feuerschale oder für den Ofen. Und der macht natürlich ein richtig cozy Feeling hier drin. Hier oben habe ich ein Omas Backblech raufgenommen. Das heißt, hier kann ich wunderschön meinen Zwiebelkuchen warm machen. Letztens haben wir drauf gekocht und Kartoffelgratin warm gemacht, solche Sachen. Das ist immer recht spannend. Und alles Magnet hilft, dass alles, dass nichts runterfällt. Hier arbeite ich, genau. Von dem her, ich bin IT-Berater und nutze ich mache Beratung rund um entferntes Arbeiten und so ist der Bus im Endeffekt eine, ich habe das auf die Spitze getrieben, dass man von hier aus arbeiten kann, wie professionell im Büro. Und deswegen kann man hier vor einem Chroma Key Hintergrund Videokommunikation betreiben und keiner weiß, wo man ist. Und auf der anderen Seite ist der Sonnenuntergang. So, und das hier ist das Setup für das Homeoffice. So, und den Tisch kann ich wegschwenken. So. Moment. Kann man festschwenken, arretieren. So, und wo ich ganz stolz drauf bin, was einem ganz gut gelungen ist, dass diese Tische, ich habe
14 verschiedene Tische an diesem auf diesem Bus. Und die kann man einfach durch solche Bodenhülsen einstecken. Das heißt, ich habe unterschiedliche Tischplatten und kann jetzt hier aus diesem Setup zum Beispiel eine Dinnertafel oder einen Workshop-Tisch oder Bistrotisch da reinpacken. Und somit ist der Bus relativ multifunktionell einsetzbar. Und alles, was wir machen, ist, wir machen hier einen Deckel drauf und fertig. Also der Bus hat tatsächlich mein Leben verändert. Ich habe ihn nur als Tiny Home on Wheels gekauft, nur für mich. Bin damit über den Planeten gefahren, und wenn es jetzt nur im Namen Deutschland, Österreich, Schweiz war, und merke einfach, wie er die Menschen anspricht. Und als Vertriebler oder Vertriebsberater habe ich ja gemerkt, das ist ja Wahnsinn, was dieser Bus Leute anzieht und begeistert. Und so kam dann immer mehr die Idee und ich gesagt, okay, da musst du was draus machen. Und es macht ja auch Sinn, diesem 14-Tonnen-Bus noch einen zweiten Purpose zu geben. Und so kam ich immer mehr auf den Trichter und sage ich, okay, ich mache was mit diesem Teil. Und ich finde an, den als Meetingraum im Grünen zu vermieten. Dann war das aber die Vertriebsaufwände zu hoch. Dann wollte ich den großen Konferenzen als Eventbus mit reinbringen. Dann fielen die Konferenzen aus bekanntem Grund ja aus. Das hat dann nicht geklappt. Und jetzt positioniere ich ihn als mobiles Studio, aber als auch mobile Marketingmaschine. Und inzwischen mache ich Innovationsworkshops bei der Automobilindustrie mit diesem Bus oder in diesem Bus. Und inzwischen hat die IT-Industrie und die Kommunikationsindustrie es, sagen wir mal, erkannt, dass diese Art des Lebens und diese Art des Arbeitens eigentlich die Königsklasse des mobilen Arbeitens ist. Und von dem her bin ich da auf dem besten Wege, das auf den nächsten Level zu bringen. Und der Bus wird dann für Remote Work, Hybrid Work in seiner maximalen Form stehen. Und hier hinten haben wir in dem Heckbereich zwei verschiedene Bereiche, wo man schlafen kann. Dieses untere Zimmer hier unten können 3 Personen schlafen, hier oben 2. Das hat, glaube ich, 2,20 Meter Liegefläche, glaube ich. Und hinten jeweils noch Schränke, sowohl oben als auch unten. Das ist für mich noch ein bisschen Improvisation. Das da unten ist meine Sportgarage. Da sind meine Mountainbikes drin, Mountainbike und Rennrad. Ich hatte meine Krankheit, eine Krebskrankheit mit 7. Da hatte man den Keller aufgemacht und wieder zugemacht und meine Eltern gesagt, der hat noch 2 Wochen. Inzwischen ist alles wieder gut. Das war nach 2 Jahren wieder vergessen, habe nur noch eine Niere. Aber seither, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, eine gewisse, bin ich sehr sensibel, was ich mit meinem Tag mache. Das heißt, ich gucke sehr wohl immer drauf, wie ist mein Leben? Ist das das so, wie ich es möchte? Ich glaube, auch in der Vergangenheit habe ich tatsächlich auch schon mal 1, 2, 3 Jobs on risk gesetzt. Genau deswegen, aber weil ich konsequent war und sage, okay, das tut mir gut, das und das Leben tut mir gut oder das und das Leben tut mir nicht gut. Und ich glaube, so ist jetzt dieser Bus ein Weg, wie ich versuche, zwischen Arbeit und Lifestyle einfach das zu maximieren. Pimiento de Patron. Un momento. Perfekt. Vor 2 Jahren hätte keiner geglaubt, was mit diesem Planeten gerade passiert. Und die Menschen, die Politik, die Unternehmen mussten auf einmal merken, hey, das Leben hat sich verändert und es kamen Veränderungen, sind auf die Menschen, die Unternehmen und auf die Wirtschaft niedergeprasselt, die man sich nie hätte vorstellen können. Und von dem her, glaube ich, muss jeder einfach mal offen denken und sagen, den Status quo, was man hat, wie man lebt, wie man zusammen wohnt, wo man wohnt, welche Gewohnheiten man hat, welche Tätigkeiten man ausfällt, ist man wirklich zufrieden. Und mit diesem Bus merke ich, dass zig Leute mit ihrem Lebensstil und dem, was sie tun, nicht zufrieden sind. Und das ist eigentlich eine wahre, sagen wir mal, Lesson learned, die ich merke mit diesen Menschen, die ich begegne. Und von dem her kann ich nur Mut zusprechen, sagen, macht mal was anderes. Follow your passion, follow your heart.